Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht. Ja, ich weiß, dass ihr meine Bikini-Hauls liebt. Das ist für mich mit meiner Bikini-Sucht natürlich nicht so optimal. Ich habe natürlich immer viele Freundinnen, die sich auch über den einen oder anderen Bikini freuen, der mir jetzt vielleicht nicht so gut gefällt. Oder in der Form, wo ich schon 10 Bikinis von habe, dann gebe ich die natürlich ab. Deshalb denkt nicht, dass die Bikinis alle bei mir verstauben, verrotten. Die kommen in gute Hände, falls sie nicht bei mir bleiben sollten. Aber ich bin ja nicht hier, um mich zu rechtfertigen, sondern ich bin hier, um euch meine neuen Bikinis zu zeigen. Es sind mal wieder nicht nur Bikinis dabei. Bei mir ist mal wieder eine große Bestellung von Kapschi angekommen. Ich muss es jetzt mal wieder unterstreichen, weil es mir bei der Bestellung wieder besonders aufgefallen ist, besonders bei den Kleidern. Die Qualität ist wirklich, wirklich gut. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt etliche andere Marken, wo gerade die Qualität der Bikinis und der Kleider, die Stoffe einfach nicht mal ansatzweise so gut sind wie bei Kapschi. Deshalb liebe ich die Sachen so sehr. Sie sitzen gut und sehen einfach bombastisch aus. Deshalb ist das auch direkt eine Empfehlung für euch. Alle Sachen, die ich natürlich hier in dem Video zeige, sind wie immer für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich seht ihr die Bikinis und die anderen Sachen, die ich hier dabei habe, auch an mir getragen. Und ich kann euch versprechen, dass wieder wunderschöne Teile dabei sind und ihr werdet es nicht bereuen, jetzt dran zu bleiben. Aber bevor wir mit dem ersten Teil loslegen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr jetzt einmal auf Gefällt mir drückt, meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Das ist für euch nur ein ganz kleiner Klick und mich unterstützt es mega. Deshalb, ich bin sehr dankbar dafür, natürlich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Und ja, wie gesagt, ich habe einige Bikinis, ich habe 2 Kleider und Accessoires und ich würde sagen, wir starten mit den Accessoires, weil die werde ich dann natürlich direkt anlegen, damit ihr die auch das ganze Video lang betrachten könnt. Und das liebe ich auch bei dem Schmuck von Kapschi. Der erstens verfärbt er sich nicht, ich habe schon Ringe, Ketten, alles mögliche. Und wenn man so ein Kettenset bestellt, sind das alles einzelne Ketten. Ihr kennt das sicher, es gibt auch so Sets da. Es sieht so aus, als wären es mehrere Ketten, aber das ist dann letztendlich eine Kette. Und so kann man die natürlich auch miteinander variieren. Das sind 3 unterschiedliche. Ich ziehe die jetzt mal eben an und dann könnt ihr sie direkt an mir betrachten. So, meine Lieben, hier könnt ihr gucken. Das sind die 3 Ketten. Und ich finde es wirklich mega schön. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Und jetzt habe ich noch mega schöne Ohrringe. Und zwar diese hier, die werde ich jetzt anziehen. Das sieht doch mal wirklich richtig schön aus. Ich mag die Ohrringe wirklich total gerne. Ich finde es richtig, richtig schön. Und ich würde sagen, jetzt sind wir startklar für das eigentliche Video und wir fangen an mit dem ersten Bikini. Ich habe natürlich wie immer meine Favoriten. Das ist natürlich immer so, wenn ich viele Bikinis bekomme und anziehe, dann sind da natürlich immer ein paar bei, die mir besonders gut gefallen. Und das hier ist direkt einer davon. In einem Baby Blue. Ich dachte erst, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Der hat halt noch so ein Muster, so einen anderen Stoff. Ich dachte mir, okay, das ist vielleicht eher so ein Standard-Bikini. Aber erstens, Leute, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen so bequemen Bikini an. Der ist wirklich unfassbar bequem. Die Hose ist so ein bisschen High-Waist. Und der sitzt bei mir einfach unfassbar gut. So, dass der mich halt durch erstens die Bequemheit und die Optik total gecatcht hat und das ist direkt einer meiner Lieblinge aus der Bestellung. Ich dachte mir wirklich am Anfang, ja okay, das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber als ich ihn dann anhatte, der hat mich echt umgehauen. Ich fand ihn super schön. Ich mag auch hellblau total gerne mega. Das war auf jeden Fall direkt ein Glücksgriff und ich bin echt froh, dass ich den genommen habe, obwohl der mich, wie gesagt, auf den Bildern nicht so überzeugt hat. Aber jetzt in Realität, das ist ja oft so, ja, bin ich total hin und weg. So, das hier ist ein Bikini, da hat mich die Farbe gecatcht. Dieses Pastellrosa mit Pink, dieses Blumenmuster, fand ich total schön. Die Hose ist auch super gut geschnitten. Allerdings muss ich sagen, dass das Oberteil, da habe ich meine Probleme mit. Das hätte ich eher in Größe S genommen. Also ich finde es sehr schön. Es ist mir aber leider minimal zu groß. Es sitzt nicht perfekt, dadurch, dass es auch keinen Verschluss hat. Man kann es halt nur vorne minimal enger machen, zwischen der Brust, wo der Knoten ist. Es sieht super schön aus, die Farbe ist toll, aber das hätte ich in S nehmen müssen, damit es bei mir richtig passt. Und ja, die Farbe und das Muster ist natürlich ein Traum, vor allem auf brauner Haut. Unfassbar schön sowas. Dann hatte ich mal Bock auf einen weißen Bikini. Ich mag weiß an sich zum Tragen sehr, sehr gerne und ich habe nur einen weißen Bikini,
der sehr kurz, knapp und ja, so geschnitten ist, dass man immer aufpassen muss, wenn man den trägt. Und da ich weiß, wie gesagt, ganz schön fand, da dachte ich mir, ich besorge mir jetzt noch einen alltagstauglicheren weißen Bikini. Beziehungsweise ist das eher so ein Creme. Auch ein total schöner, einfacher Schnitt, sitzt aber trotzdem sehr, sehr gut. Hat hinten auch einen Verschluss. Der sitzt bei mir auch echt schön. Den finde ich auch richtig, richtig gut und das ist auch wieder so eine Sache mit brauner Haut. Sieht ein schlichter weißer Bikini einfach traumhaft schön aus. Die Hose dazu ist auch High-Waist, ist viel Stoff, ist nichts Knappes und ist auch eher so in Richtung bequem. Und ja, der ist einfach nur schön schlicht und sitzt auch sehr gut. Geht dann eher so in die Richtung von dem blauen, eher schlicht von Farbe und Muster her, aber sitzt sehr schön und ist bequem. Und ja, das ist, finde ich, auch eigentlich die Hauptsache bei einem Bikini, oder? Was bringt mir ein Bikini, wo ich dann immer gucken muss, dass nicht da und da was rausfällt? Dann lieber sowas und ja, einfach entspannt am Strand oder am Pool oder im Schwimmbad abhängen und sowas tragen. Man konnte meinen, dass ich gerade über so einen Bikini schimpfe, weil der ist dann eher Richtung freizügig. Ich sage euch ehrlich, ich finde den wunderschön, aber das wäre für mich kein Bikini, den ich irgendwie in der Öffentlichkeit tragen würde. Ich finde ihn mega schön, ich werde damit Fotos machen und das wird mein Fotobikini. Er ist traumhaft, aber er ist sehr, sehr knapp. Das ist das Höschen. Ihr seht, glaube ich, schon, was ich meine. Also da ist nicht sehr, sehr viel Stoff dran. In so einer Rainbow Color, so Pastellfarben, bunt, total schön. Erinnert mich irgendwie an Einhorn, ich weiß auch nicht, an so eine Fee. Und ja, der sitzt gut, keine Frage. Man kann ihn auch überall enger schnüren. Das bisschen Stoff, was dran ist, das sitzt. Aber das Oberteil ist auch nochmal wirklich toll. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu zeigen. Das ist ein Neckholder. So, und mit diesem Band macht man dann noch hinten zu. Und hier ist noch so ein ganz langes Band dran. Das seht ihr jetzt natürlich getragen, was man dann um den Bauch wickelt. Und hier ist noch so ein Ring. Er sieht insgesamt wunderschön aus, aber wie gesagt, ist für mich ein Fotobikini. Dann habe ich hier noch ein Bikini. So einen hatte ich bisher tatsächlich auch noch nicht. Vor allem die Farbe, so ein Neongrün habe ich bisher noch nicht, glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Mit so Flügelchen. Ich habe direkt gesagt, irgendwie Schwimmflügel. Aber der sitzt auch schön. Schöne Farbe, ist schön eng. Hat hinten auch diesen Verschluss. Und natürlich auch die passende Hose dabei. Auch ein etwas breiterer Schnitt. Insgesamt auch ein sehr, sehr schöner Bikini. Ich muss sagen, jetzt vom Sitz her auch nicht einer meiner Lieblinge. Aber er ist schön und ja, gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Aber der blaue, der weiße und dieser bunte Fotobikini, das sind wirklich die Bikinis, die mich in dieser Bestellung umgehauen haben. Und ja, das wäre es soweit mit den Bikinis. Jetzt kommen wir zu einem wunderschönen Body in diesem schönen Braun mit Cutouts an der Seite. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt gut sehen, sonst seht ihr das gleich getragen. Super schöne Farbe, super schöner Stoff, man sieht nichts durch. Nicht ganz so einen tiefen Rücken, aber schon einen schönen Rückenausschnitt. Muss man nicht. Ohne BH tragen, damit man den weder an den Cutouts noch hinten sieht. Aber dann ist das echt ein sehr, sehr schönes Teil. Ich liebe ihn. Und ich habe ihn jetzt, wie ihr seht, mit einer Jeans kombiniert. Und das ist echt schon ein Look. Also eine Tasche, schöne Sneaker oder hohe Schuhe dabei. Und ja, man ist echt fresh für den Sommer. Und ja, ist auf jeden Fall ein Hingucker. Dann kommen wir zu dem ersten Kleid. Das macht wirklich eine super, super schöne Figur. Auch in einem ähnlichen Ton. Ihr wisst, ich mag so Nude-Erdtöne. Das ist ein relativ schlichtes Kleid. Es hat vorne nur so eine Raffung, dünne Träger. Ja, ist auch kürzer, aber das macht, wie gesagt, eine super schöne Figur, allein auch durch die Raffung. Betont auch schön den Po. Ist ein ganz leichter, total weicher Stoff, durch den man aber nichts sieht. Ja, ich bin verliebt. Also ich finde es super schön. Schlichtes, schönes Kleid für den Sommer. Auch mit Sneakern vollkommen in Ordnung. Wenn man möchte, natürlich auch mit hohen Schuhen. Da kann man sich natürlich ausdenken, was man möchte. So, meine Lieben, das nächste Kleid war für mich dann eher gewöhnungsbedürftig. Habe ich mich noch nicht so drin gesehen, als ich das erste Mal anhatte. Das ist One Shoulder, also hier tut man Ärmel durch und hier ist es frei. Ja, schon was länger, hat hier vorne auch noch so einen Schlitz quasi. Ja, ist aus so einer Satin-Optik, ein super schöner Stoff mit einem Reißverschluss an der Seite, dass man gut rein und rauskommt. Ich habe mich so ein bisschen an dem Look gestört. Ich habe mich da, wie gesagt, in sowas auch generell noch nicht gesehen, aber ich habe es dann auch mit hohen Schuhen kombiniert. Und für einen etwas schickeren Anlass
fand ich es dann doch schön. Also desto länger ich es mir angeguckt habe, desto schöner fand ich es. Mein Freund hat auch gesagt, ist auf jeden Fall was Außergewöhnliches, ist was Besonderes. Kann man jetzt nicht mehr eben so auf 0815 Geburtstag anziehen, das würde ich jetzt schon nicht machen. Aber ja, es ist ein schönes Kleid. Ich bin mir dann wirklich noch nicht sicher, zu was für einem Anlass ich es tragen werde, aber es wird sich ein Anlass finden, da bin ich mir zu 100% sicher. Vielleicht seht ihr dann irgendwann auf meinem Instagram, wo ich das Kleid anhatte und ja, wir bleiben gespannt. Es ist nichts, was bei mir hinten in den Schrank wandert, aber ja, auch jetzt nichts, wo ich schon mit plane, ehrlich gesagt. Das wird sowas sein, dass ich an einem Tag sage, oh, ich weiß echt nicht, was ich dazu anziehen soll und dann macht's ping und dann fällt mir dieses Kleid an. Ihr werdet sehen. So, meine Lieben, das war mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es waren mal wieder Sachen dabei, die vielleicht auch für den einen oder anderen von euch etwas sind. Wie gesagt, alles davon ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Teil euch am besten gefallen hat. Lasst es mich wissen und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, morgen, Abend, was auch immer gerade ist, wenn ihr dieses Video guckt und ich sag mal ciao und bis zum nächsten Mal.